unsere nationale Volksarmee. An der Seite der Sowjetarmee und der anderen Bruderarmeen auf Friedenswacht in der Militärkoalition des Warschauer Vertrages. Machen Sie sich näher bekannt mit den Soldaten dieser Armee. Begleiten Sie uns dazu durch drei Garnisonsstädte. Zentren des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens in Ihren Bezirken. Rostock, größte Hafenstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Neben den alten wachsen Rostocks neue Wahrzeichen. Stolz auf die sozialistischen Errungenschaften. Grund zur Freude. Nicht nur für die Werktätigen, auch für die Matrosen der Volksmarine, denn Volk und Armee gehören zusammen. Ein Schiff der Volksmarine. Es trägt den Namen Rostock. Klassenbewusste und vielseitig gebildete Offiziere, Arbeitersöhne führen das Schiff. 10 auf 3 gleiten. 3 Maschinen, große Fahrt voraus. Einmal die Kurzfahrt voraus. Richtig. Frage des Tanks bis zur Ausgangsposition. Einmal schieben wir die Fahrt voraus. Einmal schieben wir die Fahrt voraus. Spezialisten auf jedem Gefechtsabschnitt. Bewusstes Handeln und fachliches Können zeichnet sie aus. Es sind starke Kollektive, verpflichtet dem Auftrag des Volkes und unseren revolutionären Traditionen. Matrosen erheben sich gegen den Krieg. Ihre Führer Max Reichpietsch und Albin Köbes werden von der Reaktion ermordet. Doch die Revolution ist nicht aufzuhalten. Zehntausende folgen in Berlin dem Ruf Karl Liebknechts zum Kampf. In der ersten Reihe rote Matrosen. Sie nennen sich Volksmarinedivision.
Als Volksmarine der DDR ehren unsere Matrosen ihre Vorbilder. Sichern sie an der Seite ihrer Waffenbrüder von der baltischen Rotbannerflotte und der polnischen Seekriegsflotte die Seegrenzen unserer Länder. Ausweichmanöver nach Steuerbord, neuer Kurs 350 Grad. Bruder Steuerbord 5, 350 Grad steuern. Geschwindigkeit 12 Knoten. Verstanden. Kommando BS2. Seeziel 30, 46. Zielzuweisung für AK 726. Seeziel 30, 46. Zielzuweisung für AK 726. Richtig. Fahrzeug für Autofahrt. Automat. Reifen. BS-1-Kommandant, AK-726, auf was zögert. Kommandant BS-2, Feuerwehr. Die Matrosen der Rostock wissen, was sie schützen. Auch in ihrer Garnisonsstadt. Vom Können der Rostocker Arbeiter künden mehr als 400 Hochseeschiffe. Unter der Flagge der DDR und vieler anderer Länder befahren sie die Meere. Junge Rostocker zu Gast auf ihrem Patenschiff. Freunde aus einer Oberschule, die den Namen des Revolutionärs Albin Köbis trägt. Morgen werden Sie den Reichtum des sozialistischen Vaterlandes mehren und schützen.
Unser nächstes Ziel, Cottbus. Seit kurzem 15. Großstadt der DDR. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt durch die Schuld des Faschismus zur Hälfte zerstört. Jetzt leben hier mehr als 100.000 Bürger. Wie es die Partei der Arbeiterklasse beschlossen hat, wird bis 1990 die Wohnungsfrage als soziales Problem gelöst. So wohnten die Arbeiter früher. Einer von ihnen, Paul Hornig. Erst Arbeiterjugendbewegung, dann Mitglied der Kommunistischen Partei und Funktionär des Roten Frontkämpferbundes, der revolutionären Massenorganisation in den Klassenkämpfen der 20er Jahre. An der Seite Ernst Thälmanns im Kampf gegen den aufkommenden Faschismus. Soldat der Spanischen Volksfront von 1936. Antifaschist, Interbrigadist, Internationalist. Paul Hornig. Heute trägt ein Panzerregiment in Cottbus seinen Namen. Ihr Soldatenalltag, das ist vor allem die Gemeinsamkeit mit den sowjetischen Waffenbrüdern. Auch dieser Leistungsvergleich festigt die Freundschaft, dient der militärischen Ertüchtigung. Es bleibt die gemeinsame Freude über den gemeinsamen Erfolg. Im Cottbuser Gebiet werden täglich 80.000 Tonnen Braunkohle gefördert. Unser wichtigster Energieträger. Einstmals Kohlelagerstätten, heute rekultiviert. Das kostet Millionen, aber es lohnt sich.
Campus ist unser Energiezentrum. 46% des Gesamtbedarfs der DDR werden hier erzeugt. Energie, das heißt aufblühende Industrie, Arbeit, Leben. Auch das alte Handwerk wird gepflegt und gefördert. Damit auch Cottbus wachsen und gedeihen konnte, gaben tausende Sowjetsoldaten im Kampf gegen den Faschismus das Leben. Gemeinsam erfüllen wir heute ihr Vermächtnis. Eine besondere Bewährungsprobe für die Panzersoldaten aus dem Paul-Hornig-Regiment. Taktische Übung an der Seite sowjetischer Waffenbrüder. Специально получить отпуск. Ну почему? У нас отпуск заслуживается. Который не считается отпуск. Сам отпуск. Так, отпуск. Как же ты едешь туда? Потом скажет, он будет самый лучший, в принципе, да? Да, да. А sagt, ist das, именно das, wie wir das gesagt haben. Die machen alle gemeinsam die Kunstprüfung. Nach der Pause wird die Übung fortgesetzt. Neue, kompliziertere Gefechtsaufgaben sind zu erfüllen. Eine andere
anstrengende Nacht für die Soldaten, aber für ein ruhiges und friedliches Leben auch ihrer Garnisonsstadt. Unsere dritte und letzte Station, Neubrandenburg. Man nennt sie die Stadt zu den vier Toren. Sie zeugen von einer 750-jährigen Geschichte. In nur 30 Jahren hat sich die Bevölkerungszahl vervierfacht. Hauptproduktionszweig ist die Landwirtschaft. Die Genossenschaftsbauern versorgen 2 Millionen Menschen. Vor der Arbeiter- und Bauernmacht war Neubrandenburg eine Hochburg des preußischen Junkertums. Die Landarbeiter gehörten zu den Ärmsten unter den Armen. Auch hier begegnen wir Soldaten. Ein Flugtag beginnt. Für die älteren Flugzeugführer ist es selbstverständlich, den jüngeren Genossen mit ihren Erfahrungen zu helfen. Das ist ganz im Sinne ihres Vorbildes, des Antifaschisten Heinrich Rau. Das Geschwader trägt seinen Namen. Nach der Gründung der DDR, Partei- und Staatsfunktionär an der Seite von Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl. Für immer ist sein Name verbunden mit dem schweren Anfang in unserem Land, als die Arbeiter und Bauern regieren lernten. Jede Anstrengung von damals hat sich gelohnt.
Mit der Landwirtschaft entstanden im Neubrandenburger Gebiet große Betriebe der Nahrungsgüterindustrie. Es wuchsen die Ansprüche an die Arbeit und das Zusammenleben der Menschen. Damit die Werktätigen immer in Frieden ihrer Arbeit nachgehen können, nutzen die Angehörigen des Fliegergeschwaders Heinrich Rau jede Ausbildungsstunde. Immer wieder lernen und stets das Beste geben. Das ist ihr Leitgedanke. Dort war der Tri, Rafferot Bravo, Kren, Zorro, Fiat, Kurs 03-Zeit. Immer den Chiterie. Dort war der Tri, Wysokoje, Ziel Perdi oder Leni, Dvenazet. Ponyal, Atakoje. Dort war es der Tri. Внимайте высота. Beherrscher der modernen sowjetischen Kampftechnik. Bereit zum Schutz des Luftraumes der Deutschen Demokratischen Republik. Dafür dankt ihnen das Volk, die Partei. Erinnerungen an einen Truppenbesuch des Generalsekretärs des ZK der SED und Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, Erich Honecker. Unsere filmische Reise durch drei Garnisonsstädte der DDR geht zu Ende. Wir lernten sie kennen, Soldaten des Volkes, geführt von der Partei der Arbeiterklasse, treu an der Seite ihrer Waffenbrüder, bereit, Frieden und Sozialismus mit Hingabe und Zuverlässigkeit zu verteidigen.